Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal wieder eine neue Folge von meiner Rubrik, meine Comic-Einkaufsliste. Und zwar habe ich wieder ein paar neue Sachen mir geholt, einiges davon relativ spät. Also die Hefte, die jetzt kommen, sind eben eigentlich Mai-Ausgaben, die ich aber erst wirklich Anfang Juni gekauft habe. Wann das Video hier online geht, weiß ich noch nicht, weil noch ein paar andere kommen sollen vorher. Aber fangen wir einfach mal an. Und zwar habe ich hier als erstes Batman 26, die Hochzeit. Habe ich schon in der Variant Edition. Aber ich habe es mir jetzt hier nochmal das normale Cover geholt, weil ich das auch sehr schön finde. Und das ist eigentlich etwas, was ich fast nie mache. Also Comics jetzt doppelt kaufen. Ne? Das ist ganz selten mal der Fall. Und wenn doppelt, dann schon gar nicht in einem Format. Also es kann zum Beispiel sein, dass ich irgendwas im Taschenbuch habe und das dann mir nochmal so hole, wenn mir das so gut gefallen hat. Oder was weiß ich, ich habe eine Sache, wo ich das auch im Softcover habe, aber das habe ich mir nochmal als Hardcover geholt, sowas eben. Aber normalerweise würde ich nie zweimal dasselbe Heft kaufen oder das gleiche Heft. In dem Fall habe ich es gemacht, ja, und bin sehr gespannt drauf. Dann als nächstes hier natürlich auch die 26. Ausgabe von Detective Comics. Ja. Da ist ja hier, steht ja die Brainiac Files. Ich habe aber schon gehört, ich glaube, es war von Kane, dass Brainiac hier so gut wie gar keine oder gar keine Rolle spielt. Da bin ich ja auch mal gespannt, was es denn damit auf sich hat. Dann haben wir jetzt noch was von Marvel hier. Was natürlich nicht fehlen darf, ist ja. Der gute alte Spider-Man. Heft 5 ist schon draußen, schon Anfang Mai rausgekommen und ich habe es jetzt erst mit knapp einem Monat Verspätung gekauft, noch am Kiosk. Ja, und was sie zum Beispiel nicht mehr da hatten, war Avengers 5. Das findet ihr nicht hier in dieser Einkaufslistenfolge. Das muss ich mir noch nachholen, aber ich muss eben, wie gesagt, die ersten vier auch noch lesen. Und wenn mich das nicht so richtig packt, dann kaufe ich das vielleicht auch gar nicht. Aber Spider-Man natürlich weiterhin für mich ein Muss. Dann zwei Independent-Sachen, deutsche Sachen, deutscher Verlag. Die das hier länger verfolgen, wissen, dass ich vom Weißblech Verlag Horrorschocker mir gerne kaufe. Hier jetzt Heft 53 schon. Das ist auch egal, wenn man da mal eine Nummer verpasst. Ich habe jetzt seit einigen Nummern das hintereinander wirklich fortlaufend, aber das ist auch egal, wenn man mal eine Nummer verpasst, weil die stehen eigentlich immer für sich. Dann auch vom Weißblech Verlag habe ich mir jetzt mal hier Zombie-Mann Nummer 2 geholt. Da bin ich auch mal gespannt, was das jetzt wieder ist. Ich hatte das mal irgendwo gesehen. Ja, und das hatten die jetzt auch am Kiosk liegen. Was mich sehr freut, dass mittlerweile der Weißblech Verlag eben auch bei uns am Kiosk öfter vorhanden ist. Ne? Wer es im Kiosk schafft, das ist schon nicht schlecht, sage ich mal. Ja, das dann auch noch. Werde ich eventuell auch eine Review zu machen, kommt so ein bisschen drauf an. Wie ich das zeitlich schaffe und ob ihr darauf Lust habt. Das waren jetzt alles Coverpreiskäufe, also die üblichen Sachen für 4,99 und die Weißblech-Sachen kosten etwas weniger, 3,99 und 4,90. Also der kostet etwas mehr, ist auch, glaube ich, etwas dicker, fühlt sich zumindest etwas dicker an. So, das waren die Hefte. Dann, also diesmal ist das auch wirklich nicht so viel. Dann habe ich mir hier gebraucht gekauft, aber in einem sehr guten Zustand eigentlich. JSA Monster Edition Band 1. Und zwar sind da die JSA-Hefte. Das ist ja der Geoff Jones Run an der JSA. Anfang der 2000er, also 2000 bis 2001 geht das hier weiter. Sind die Hefte 16 bis 25 drin. Und ich habe mir mal auf einer Comicmesse fünf Hefte gekauft, die Panini dann auch rausgebracht hat. Und da waren
von Heft 6, glaube ich, bis 15 drin. Das heißt, eigentlich fehlt mir jetzt nur noch eine Dino-Ausgabe, ein JLA-Special. Da muss ich nochmal nachgucken, welches das ist. Sind dann die ersten 5 Hefte drin. Wenn ich das dann noch habe, habe ich dann hier die JSA bis 23 unter Geoff Jones. Es gibt noch 2 weitere Monster Editions davon oder Monster Edition Bände. Die muss ich mir aber auch nicht unbedingt zwingend holen. Ich werde das erstmal lesen und dann mal gucken, ob das für mich reicht oder nicht. Ich muss auch nicht alles immer komplett haben. Das geht auch gar nicht. Hier für den Band habe ich 10 Euro bezahlt. 20 hat er mal gekostet. Ja. Da habe ich dann mal zugeschlagen. Ja, jetzt geht es weiter mit Monster Editions. Und zwar war für mich damals in der, so um die 2005, 2006 rum, die Infinity Crisis wieder eine, ja, wieder so ein, das erste Event, was ich seit langer Zeit gekauft hatte. Ich hatte ja vorher sowieso wenig Comics gekauft in dieser Phase von 2000 bis 2005. Und dann fing das so langsam wieder an und das war so das erste Event, was ich mir geholt habe. Und im Vorfeld zu diesem Event sind noch so ein paar andere Sachen passiert. Und zwar findet man die in diesen Monster Editions zur Infinity Crisis. Das ist nicht so eine Art Vorgeschichte, ja auch vielleicht. Es sind eben verschiedene Ereignisse, die da stattfinden. Hier haben wir zum Beispiel, ich gucke das mal gerade nach, genau, den Rantanaga War haben wir hier drin. Also den Krieg zwischen dem Volk von Hawkman und von Adam Strange. Und dann haben wir eben Day of Vengeance drin. Das ist, glaube ich, die Sache, wo diese mystische Welt von DC erschüttert wird, weil die Infinity Crisis, das leitet ja alles ein, oder es ist ja vorher schon durch die Identity Crisis irgendwie eingeleitet worden, dass eben dieses DC-Universum so auseinandergepflückt wurde, um daraus dann die New 52 zu machen, wie wir heute wissen. Ja, und das sind 2 Ereignisse, die eben auch im Vorfeld der Infinity Crisis passieren, Monster Edition Band 1. Und dann habe ich mir hier noch Monster Edition Band 2 geholt. Da drin sind jetzt, ich muss nochmal nachgucken, genau, Violence United. Da schließen sich die Schurken zu so einer Art Justice League zusammen. Und dann haben wir hier drin JSA Classified. Genau, davon habe ich ja auch ein paar US-Ausgaben. Von davor aber, und zwar geht es hier um Power Girl. So, und diese beiden Monster Editions, das sind jetzt auch die letzten von dieser Einkaufsliste, haben mich jeweils 13 Euro gekostet. Originalpreis war einmal bei der ersten 24 Euro, weil die etwas dicker ist, bei der zweiten 22 Euro. Die sind im Grunde in einem neuwertigen Zustand und es gibt noch eine dritte, die habe ich schon, die habe ich auf der Messe mal für ein Drittel des Coverpreis bekommen, vorletzte Messe oder davor war das, also letztes Jahr auf jeden Fall, sodass ich jetzt diese 3 Monster Edition Bände auch habe, was so ein bisschen für mich die Infinity Crisis abrundet. Ich habe ja das Hauptevent in Heften und das waren noch so wichtige Ereignisse, ich glaube im dritten Band wird dann eben auf die Sachen, die hier in diesen beiden Bänden passieren, dann eingegangen. Ja, und das rundet eben diese ganze Infinity Crisis für mich ab. Das war mir noch wichtig. Zur Final Crisis gibt es auch so Monsterbände, aber die muss ich nicht unbedingt haben. Da habe ich ja die Final Crisis an sich. Für mich war es eben aus emotionalem Grund auch, weil es eben wieder so ein richtiger Einstieg war, eventmäßig, und ich danach auch immer mehr Comics wieder gekauft habe, war mir das vor allem von der Infinity Crisis wichtig. So, das war die Einkaufsliste für dieses Mal. Dieses Mal nicht so viel, aber muss ja auch nicht immer massig sein. Ich muss ja auch gucken, wo ich damit hinkomme mit dem Zeug, ne? Und einige andere Sachen stehen noch an, die zum Teil noch kommen, vielleicht auch schon da sind, die ich aber extra behandle, je nachdem, wann ihr das Video sehen werdet.
Ja, bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video sehen werdet. Und schreibt ihr mir mal rein, was ihr davon habt. Ob ihr euch zum Beispiel bei Batman auch neben diesen Variant-Covern, da könnt ihr auch mal reinschreiben, wie viele ihr euch da geholt habt, auch das Standard-Cover geholt habt und wie ihr das grundsätzlich handhabt mit so Variant-Covern und Standard-Covern, ob euch da eins reicht. Ja, was ihr sonst davon habt, was ihr zu diesen Weißblech-Sachen sagt, was ihr zu diesen Monster-Editions sagt. Ja, das würde mich alles mal interessieren. Schreibt mir das mal rein und wie gesagt, dann sehen wir uns. Bis dann. Ciao.